was ist es eigentlich, warum, was bin ich da, was macht mich da aus? Und dann ist es mir eigentlich so bewusst worden, es ist irrsinnig hart da, also irrsinnig, es ist hart da in der Gegend, aber es ist so klar. Und wenn du eben so an so Plätze kommst, wie diesen Steirer See oder wenn du die Lachen hörst auf der Taublitz, oder ich meine, der Ödensee ist auch so ein schöner Platz, oder der Spechtensee. Und man dann, wenn man sich hinsetzt, dann spürt man einfach so eine ganz tiefe Ruhe. Und das, glaube ich, findet man halt auch nicht überall. Das findet man da bei uns. Ja, ich habe dann unten studiert, fertig studiert, Diplomprüfung gemacht und war dann wirklich, wirklich erschöpft. Bin mit 2 Kindern raufgekommen und habe mir gedacht, okay, ich gehe jetzt am Abend weg und habe dann meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und das war eigentlich wieder, also in meinem Leben ist sehr viel, sehr schicksalsmäßig passiert. Ich habe den Michael kennengelernt am, glaube ich, am 4. Juli, 5. Juli. Und Anfang August habe ich in Graz gekündigt gehabt, habe die Wohnung aufgekündigt, habe gesiedelt. Der Michael der wollte eigentlich nach Thailand gehen, glaube ich. Und seitdem sind wir zusammen. Wenn man Kinder kriegt, ist man irgendwann, setzt man sich mit Thema Essen auseinander. Und inzwischen bin ich laut unserer jüngsten Tochter, der Johanna, sehr extrem. Der komplette Bio-Freak und sie ist nicht so begeistert von der Geschichte. Und das ist so geworden und inzwischen bin ich fest davon überzeugt, man isst, was man isst. Und ja, ich koche wirklich gern, auch aus dem Grund, weil ich mit biologischen Lebensmitteln koche und für mich ein anderes Gefühl, das ist, wenn ich sowas angreife und mit dem arbeiten kann und das dann essen kann, wie wenn ich Lebensmittel kaufe, die eigentlich gar keine mehr sind. Das hat sich dann für mich wirklich schön entwickelt und weil ich in dem Bereich sehr, sehr frei arbeiten kann. Ich kann so viele verschiedene Projekte machen und das wird so dankbar angenommen und es macht wirklich Spaß. Und es ist auch toll, die Entwicklung zu sehen, wenn ein Kind zu dir 9 Jahre kommt und du lernst sie kennen, wenn sie Volksschule gehen und du musst die leider von ihnen verabschieden, wenn sie Matura machen und dann haben sie aber noch immer wieder Kontakt und rufen mich an und musizieren eigentlich immer weiter. Und dann denke ich mir, habe ich eigentlich eher meinen Auftrag erfüllt irgendwo. Sowieso immer schon ein bisschen spirituell, das Wort ist irgendwie schon so schwierig, aber einfach für mich beschäftigt mit Dingen, die man vielleicht nicht sehen kann und so. Und in dem Haus waren einfach sehr starke Energien da und mit die muss man auch erst umgehen lernen, immer wenn man was sieht, wo schon ein Leben drinnen war, das spürt man einfach. Und ich habe dann angefangen zum Räuchern. Und das ist inzwischen total ein schönes Ritual. Ich habe ganz eine alte Räucherpfanne geschenkt gekriegt von meiner Mama. Und wir gehen natürlich in den Rauhnächten, die ganze Familie geschlossen, durchs Haus und es wird geräuchert. Und nicht, weil es lustig ist, also das wissen jetzt auch die Kinder oder die Johanna speziell, die Großen sind da eh schon länger, dass das wirklich ein Ritual ist mit Hintergrund.